Susanna Hindemöli. Ich bin unter anderem Kräuterfrau, ja. Von diesem Beruf? Kräuterkundig, Naturheilkundig, ja. Eigentlich Kräuter. Das hat schon ganz früh angefangen. Kräuter haben mich schon als Kind interessiert. Jedem. Wirklich jedem. Es ist, gerade in der heutigen Zeit ist es ganz wichtig, dass wir so viel wie möglich, was wir noch können, so natürlich wie möglich können, irgendwie essen oder behandeln. Oder, ja. Ich tue Salbeine weiterverkaufen. Leute, die bei mir in der Praxis sind, oder wir haben ja im Winter die Eisbahnkiosk. Dort verkaufe ich aber meine Salbeine. Oder sonst Produkte, die wir herstellen aus den Kräutern. Wir machen auch Kräuter Salz. Verschiedene Sorten. Oder auf Meriten bin ich ab und zu mal. So.